Die evangelische Hauptkirche St. Michaelis ist die bekannteste Kirche Hamburgs. Sie gilt als eine der schönsten und bedeutendsten Barockkirchen Norddeutschlands und ist dem Erzengel Michael geweiht. Der Turm der Kirche ist nur 32 Meter hoch. 106 Meter über der Elbe bietet die Aussichtsplattform einen herrlichen Rundblick über Hamburg. Diese Aussichtsplattform kann man sowohl über 453 Stufen erreichen oder per Fahrstuhl. Zwischen 1647 und 1912 wurde die Kirche dreimal erbaut und zweimal komplett zerstört. Letztmalig 1906 fing der Turm des Michel bei Lötarbeiten am Dachstuhl Feuer und brannte vollständig nieder. Auch das Kirchenschiff brannte bis auf die Grundmauern ab. Über 6 Jahre wurde die Kirche wieder in der alten äußeren Form aufgebaut, allerdings mit Stahl und Beton anstelle der früheren Holzkonstruktion. St. Michaelis ist ein in Backsteinbauweise errichteter barocker Zentralbau. Rund 2500 Personen finden im Kirchenraum Platz. Die Krypta wurde während des zweiten Baues in der Zeit von 1751 bis 1762 angelegt. Der Verkauf von Grabstellen hat diesen Wiederaufbau mitfinanziert. Die Krameramtsstuben liegen in unmittelbarer Nähe zur Michaeliskirche. Ehemals als Wohnung für Witwen vom Krameramt genutzt, bilden die um 1620 bis 1700 errichteten Fachwerkhäuser heute die letzte geschlossene Hofbebauung des 17. Jahrhunderts in Hamburg. Der Bau der Witwenwohnungen erfolgte nicht nur aus sozialen Aspekten, zugleich lag es auch im Interesse des Krameramtes, Witwen aus den Läden auszusiedeln und wieder neue Händler zuzulassen. Die über 3 Geschosse zu besichtigende Wohnung ist in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten. Die Einrichtung ist aus der Zeit von 1815-1860. Das Logis wäre voll.